Mein Interviewpartner ist Jochen Huppert von der Geschäftsleitung Fressnapf und verantwortlich für den Vertrieb Deutschland. Er hat auf dem ZZF-Forum einen interessanten Vortrag gehalten. Ich möchte da gerne noch ein bisschen nachfassen. Herr Huppert, Fressnapf glaubt, dass stationäre Märkte für die Zukunft wichtiger denn je sind und deswegen möchte Fressnapf das auch noch ausbauen. Wie soll denn der Markt der Zukunft aussehen? Der Markt der Zukunft wird dafür da sein, Sortiment zu bieten, viel Beratung zu bieten, aber vor allem auch Begegnungsstätte zu sein, dass dort sich Tierliebhaber und Tierbesitzer treffen können, austauschen können, Neues erfahren können, um tatsächlich ihr Tier nicht nur zu versorgen, vor allem zu umsorgen. Also nicht nur, ich gebe dir eine Ware, du gibst mir Geld, sondern wir geben dir eigentlich alles das, was du zum Leben mit deinem Tier benötigst und hoffentlich dann bei uns in den Märkten, damit dort Menschen zusammenkommen, die zusammen über ihr Tier reden und ihre Liebe zusammen teilen können. Das hat sich auch in dem Layout gezeigt, das Konzept des Marktes wurde jetzt, glaube ich, in Krefeld gerade ein neuer Pilotmarkt gestartet. Ja. Der soll ja dann auch ausgerollt werden und das soll dann auch eine Art Begegnungsstätte werden, sage ich jetzt einfach. Absolut, genau, soll es auch sein und dafür haben wir zum Beispiel auch Regale eingebaut, die sind beweglich, die können wir wegrollen, um große Flächen zu finden, in denen sich entweder Menschen zusammentreffen können, wo Schulungen abgehalten werden können oder vielleicht auch mal eine Welpenstunde stattfinden kann, um Menschen einfach an das Tier heranzuführen und diesen Community-Gedanken zu spielen und vor allem, um Menschen an das Tier heranzuführen. Wir unterstützen zum Beispiel sehr stark mit dem VDH zusammen das Thema Helfer auf vier Pfoten, sodass junge Menschen wieder an den Hund herangeführt werden, keine Ängste haben. Ne? Und dafür sorgen wir, dass dann die Tierliebe weitergehen kann, damit sozusagen auch unsere Tierliebe, die wir empfinden fürs Tier, andere Generationen auch übernehmen können. Genau, und auch vielleicht neue Tierhalter finden. Das wäre natürlich noch super, wenn dann auch funktionieren würde. Genau. Parallel zu den stationären Märkten, in die Sie jetzt auch viel investieren, haben Sie eine neue App entwickelt, eine Kunden-App, die quasi so der Markt in der Hosentasche sein soll. Was kann denn die App alles oder was soll sie noch können? Heute kann die App die Registrierung natürlich vornehmen und kann dem Kunden Coupons geben für sein Tier. Das heißt erstmal Preisvorteile. Morgen wird die App vieles mehr können, wird vielleicht den Krankenstatus des Tieres haben, wird das Bewegungsprofil des Tieres haben, wird auch eine Einkaufsliste haben. Also all die ganzen Dinge soll sie dem Kunden abnehmen, wo er sonst eigentlich mühselig dran denken muss. Viel Erinnerungsfunktionen haben und einen hohen Servicecharakter haben. Ja, Tierhaltung hat ja in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Das ist ein Thema, sehr emotional und eigentlich weckt es sofort immer positive Emotionen. Aber wir hatten es schon angedeutet, es sollen ja auch neue Tierhalter gefunden werden. Und wie soll denn Tierhaltung vermittelt werden, artgerechte Tierhaltung wie Pflege, wenn immer weniger Tiere in den Märkten gezeigt werden? Auch bei Fressnapf gibt es ja viele Märkte, die gar keine Tiere führen. Ja. Haben Sie da auch schon ein Konzept in der Tasche oder Pläne, wie Sie sich... Absolut. Entwickeln? Wir haben heute ungefähr in Deutschland ungefähr 200 Märkte, die lebende Tiere verkaufen. Das über die üblichen über die Tiergruppen, Aquaristik, Terroristik, Vogel und Nager. Und wir glauben auch, dass das deutlich zu wenig ist. Es muss mehr werden, weil das natürlich der emotionalste Moment ist. Es gibt zwei sehr emotionale Momente im Leben eines Tierbesitzers. Das Tier kommt und das Tier geht. Und bei dem Moment, das Tier kommt, würden wir gerne natürlich der Begleiter sein. Bei Hund und Katze können wir nur Empfehler sein, Vermittler sein. Bei anderen Tieren sollten wir auch schon diejenigen sein, die, man sagt ja hier in der Branche gerne, die das Tier verkaufen. Ich sehe das anders. Wir müssen dazu kommen, dass wir die Verantwortung für das Tier an der Stelle übergeben, die wir vorher übernommen haben durch die Zucht und dann auch durch Hege und Pflege und dann die Verantwortung an den neuen Tierbesitzer übergeben. Ich glaube, da müssen wir mehr machen. Wir brauchen mehr Verkaufsstellen, in denen das stattfinden kann und wir müssen den Kunden auch mehr dorthin führen. Wir erleben ja Kunden, die heute für ein neues Auto nach Wolfsburg fahren. So, also warum sollte nicht jemand auch für ein Tier sagen, ich habe mal ein, zwei Besuche im Markt, ich lerne mit dem Tier umzugehen, ich weiß, wie man es füttert, ich weiß, wie man den Käfig einrichtet, ich sehe das Verhalten und dann langsam ranzuführen für diesen großen Moment der Verantwortungsübergabe. Ich meine, in unserem deutschen Begriff Tierhalter spiegelt es nicht so ganz wider. Im Englischen sagt man ja oft die Pet Parents, die da ein bisschen mehr die Bindungen zum Ausdruck bringen. Ne? Ja. Ein ganz anderes Thema sind jetzt viele Märkte, Fressnapfmärkte in den ZZF eingetreten. Der ZZF will eben der Tierhaltung, der Heimtierbranche eine starke Stimme in der Politik geben. Wie möchten Sie es denn unterstützen mit Ihren Beiträgen, mit den Firmen, mit den Märkten, die jetzt da eingetreten sind? Wir würden gerne in den Fachgruppen, gerne an den Themen mitarbeiten. Und wir glauben schon, dass es wichtig ist, dass wir in Deutschland für alle in der Branche einheitliche, klare, starke und verbindliche Regularien haben für den Verkauf von Heimtieren. Und da wollen wir den Verband unterstützen und ihn stark machen, damit er mit einer starken Stimme
bei den Verbänden, bei der Politik auch sprechen kann. Und unsere Aufgabe, glauben wir, ist zweigeteilt. Einmal natürlich inhaltlich mitzuarbeiten, aber gleichzeitig auf der Fläche in den Märkten den guten Kollegen vom ZDF den Rückhalt zu geben, dass es dort auch stattfindet, dass man mit gutem Gewissen behaupten kann, jawohl, unsere Mitglieder orientieren sich an diesen Dingen, genau, und leben das, genau, auch. Genau, das ist eine Vorbildfunktion, dass man sieht, ja, Tierhaltung ist uns, absolut, wichtig, artgerechte Tierhaltung, und wir wissen auch, wie es geht. Mit einheitlichen, klaren Regeln, genau, für alle gleich. Gut. Vielen Dank, Herr Hubert. Sehr gerne.